wird zugeschaut hier live. Aber das hat er jetzt jede Woche mal gemacht, ne? Seit dem ersten Weekly der Season 2 zockt er immer auf Stream. Mindestens einmal. Ja, man gewöhnt sich dann auch dran. Also man, der Umgang damit fällt um einiges leichter. Das stimmt, ja. Ja, am Anfang hat er richtig seine Kombos verkackt. Jetzt geht das. Und es geht ja auch so ein bisschen, wie du immer schön sagst, auf dem Turnier geht es darum, solide zu spielen. Ja, das ist wichtig. So, es ist einfach, man hat viele Gegner so auf dem Turnier und man kann immer mal schnell so rausfliegen. Das stimmt. Man muss einfach immer solide bleiben. Okay, ja. Schau mal rein. Okay, fängt mit dem Slide gut an, zieht den Back 2 String durch. Bleibt defensiv. Komm mal, zurückspringen. Oh, durchgezogen. Oh, schön. Ja. Und FF2 ist okay zur Wand. Ah, die Combo gedroppt. Ja, sollte der Hellstreak wahrscheinlich werden. Mhm. Kein Punish dafür. Wäre auch punishbar theoretisch. Ah, kein Bock auf nichts. Zapp ich drücke einfach ein. Wow, und der Storm. Oh, QCF2 kackendreist durchgezogen. Ah, oh, Yachi sieht in dem Teil aber auch geil aus. Ne? Ja, sein Outfit passt richtig gut. Das stimmt. Oh, schön. War kein Punish, aber 1-2 durchgezogen. 1-2 geht immer. Ja, das stimmt. Ja, vor allem in diesem Teil ist es sehr stark wieder von Nachi. Wallsplit, ja. Top. Geht echt immer für ihn. Geht für Dragon Tail. Beide defensiv. 3. Zieht durch. Oh, da muss er. Ja, Back 3 ist, nach Domek 3 die Situation ist auch mal schwierig mit umzugehen. Das stimmt, ja. Back 4 ist safe für Law. Riskiert nichts damit. Ja. Kann das Law punishen, FF2 von Hayachi? Ich glaube ja, schon. 3+4 wahrscheinlich. Ich glaube schon. Ja. Krass. Oder Back 2 wenigstens. Ja. Er würde auch reichen. Oh, duckt den zweiten nicht. Oh, Dorf hat 1-2 durchgezogen. Das müsste es sein, wenn es nicht verkackt. Ja, ja. Und zieht durch. Läuft. 2-1 für One Step Ahead. Mal gucken, ob er es wieder verschenkt, wie im letzten Mal. Schön gepunished von JKD. Oh, okay. Das ist auch, also ich finde das in Tekken 7 manchmal merkwürdig. Also ich finde, in dem Tekken-Teil sind die minus 9 Sachen voll oft minus 10. Ja, ja, das ist nicht nur für dich der Fall. Ja. Das ist krass. Das ist komisch. Man wird trotzdem gepunished für minus 9. Genau, mit genau. Also bei Yoshi 1-1 minus 9, ich werde ständig gepunished dafür. Komisch, ja. Ja, aber das ist auch mir auch aufgefallen. Ja. Da muss man richtig fest nach hinten drücken. Keine Ahnung. Einfach fester drücken. Einfach fester drücken. Oh, schön. Ah, schade. Nicht optimal gepunt. Oh, er Gott, zieht durch. Das war verschenkt. Die machen was Stefan. Ja, Matchpoint für JKD jedenfalls. Ah, kleiner Hüpper. Ja, jetzt muss er solide spielen, der One Step Ahead. Damit er es noch. Ja, jetzt steht er unter Druck. An der Wall. Oh, der Damage. Oh. Der Damage ist noch viel. Oh, WGF. Mini-Kombo. Dombeck 2. Und das ja, Hopkick! Der Hopkick regelt. Zieht er die Combo durch? Oh, oh nein! Oh, und der Low Band ist wie schon. Oh, verschenkt! Ja, da hat der JKT hier 1-2 Matches von Momo wahrscheinlich zu. Ja, der Hopkick war auf jeden Fall wichtig und der Matchbringer, ja, ne? Wahrscheinlich wieder, ich weiß gar nicht, was er machen wollte. FF2 wahrscheinlich irgendwie sowas. Ne? Ja. Was Fettes. In der Situation hast du auch einfach Angst und du willst jetzt irgendwas Fettes machen, so um das Comeback zu starten. Ja, vor allem davor hat er Domek 2 gemacht, ne? Dann denkt man sich, also bei ihm habe ich schon öfters gesehen, Domek 2 und danach FF2. Ja. So das Follow-up und sowas muss man sich merken und er hat das den Hopkick zu gut platziert. Ja, das stimmt. Kann man ihm nicht übernehmen. Ja. Deswegen starkes Match. Ja, wir gehen jetzt erstmal für eine kleine Tekkenpause ein.